Ich glaube, das war Anfang 2021, als die ganze Welt auf uns schaute. Ich war gerade 25 geworden, studierte in Köln, als die dritte Welle kommen sollte. 25. Aber in diesem Winter trauten wir uns schon lange nicht mehr zu feiern, jemanden kennenzulernen oder mal unsere Großeltern zu besuchen. Halt, so was man eben getan hätte. Doch das Schicksal lag in unseren Händen. Die größte unsichtbare Gefahr, die uns bedrohte und der wir monatelang tatenlos Glauben geschenkt hatten, war nicht das Virus, sondern es war unsere Angst. Also fassten wir all unseren Mut und taten, was keiner erwartet hätte. Das einzig Richtige. Wir standen auf. Wir rückten zusammen statt auseinander, wurden fleißig wie die Bienen, befreiten unsere Großeltern aus der Isolation. Kinder spielten wieder miteinander. Wir öffneten Restaurants, Sportstätten und Kultureinrichtungen und kämpften gegen fragwürdige PCR-Tests. Wir erhoben uns von der Fernsehfront und erkannten unser Immunsystem als starke Waffe. Wissen Sie, manchmal muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu wahren Helden. Damals im Jahr 2021.